Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge 7 Days to Die in der Mod War of the Walkers. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und meine Athletik ist jetzt einfach im Stehen auf Level 65 gekommen. Okay, perfekt. So, wir haben schon fast 16 Uhr. Ich wollte die Stadt heute erkunden noch ein bisschen mit euch und hoffen, dass wir noch ein wenig Class-Papers finden, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube es nicht. Gut, ich merke gerade, dass das zwei verschiedene Biome sind, ne? Das ist gar nicht das zerstörte Biom, weil immer wenn ich mich hier bewegt habe, kam gerade Musik. Wir sind hier wieder in irgendeine Steppe. Okay, perfekt. Rein in die Bude. Oh, tolle Bude. Da muss man schnell reagieren. So, dann lass uns mal suchen. Oh, es sind zwei. Das macht immer so einen Spaß, die Bücher zu lesen. Ich glaube, den haben wir auch schon lange gelernt, oder? Ja, den haben wir schon lange gelernt. So, schön. Dann lass uns noch ein bisschen gucken. Wo könnte man denn so hin? Da ist nochmal ein Bookstore, aber ich glaube, da waren wir schon drin. Bin ich wieder am zerstörten Biom, ne? Sicher ist sicher. Wir wechseln immer das Biom. Man merkt es richtig vom Sound her. Ja, Zombie. Also, Frau Zombie. Ja, in dem Bookstore waren wir schon. Schade. Die Ortschaft war jetzt nicht so supi, muss ich sagen. Also sind sehr viele kleine Gebäude und Banditen. Es gibt Banditen, verdammt. Super. Oh, ein Schlafsack. Ich habe einfach mal so einen Schlafsack dabei. So, da hinten die Gebäude. Ich weiß gar nicht, waren wir schon da? Ich muss einmal checken. Wir waren eher hier noch nicht. Also in dem Bereich. Was ist mein Möppchen? Da, guck mal, in die Richtung willst du auch fahren. Perfekt. Dann lass uns gucken gehen. Schlange. Oh, Schlange. Keine Schlange mehr gesehen. Und in diesem Bereich finden wir gar nichts. Der Bereich ist langweilig und öde. Das ist wieder ein anderes Biom. Aber das macht ja nichts. Ne? Hier fühle ich mich ein bisschen wohler. Tatsächlich da oben auf dem Berg ist noch vielleicht was Interessantes. Ich park mal so in der Richtung. Das ist kein. Ja, deswegen sind hier auch Banditen und normale Überlebende gemischt. Ich gehe noch das Gebäude einmal erkunden. Weil das sind ja einigermaßen interessante Gebäude gewesen. Oh. So. Mit viele Taschen und so. Rabbit Trap. Ein halber Block für die Füße. Ach, das habe ich letztes Mal schon so komisch gefunden. Naja, wir haben ja Zeit. Eigentlich nicht, ne? Wir haben ja schon ein bisschen spät. Ach, so eine Küche werde ich jetzt nicht durchsuchen. Das bringt einfach nichts. So. Aber ein Badezimmer, das durchsuche ich. Okay. Ich will da hoch. Kann man vielleicht ein bisschen tricksen? Ach ja, das war doch das andere Haus. Da hatten wir doch eine Horde an der Backe. Supply, guck mal. Upa. Ein schimmeliges Brot. Bisschen Dollar. Und eine Steinschaufel. Also hoch tolle Sachen. Habe ich ein Loch hinterlassen. Ah, diese scheiß Sperren. Aber die waren klacks. Na gut. Wow, Heuband vergessen. So, hier ist ja irgendwo so ein. Genau, das ist das Haus, hatten wir genau schon mal in einer anderen. So mit denselben Zombies drin. Uah. Okay, wer war das? Hält aber was aus. Ich habe schon gemerkt, ich blute. Kein Problem für uns. Wenn er die Bandagen findet. Da ist er. Fupp, wir bluten nicht mehr. Sehr gut. So, jetzt haben wir da ein dickes Türchen. Der hilft zwar ordentlich mit.
Eine Stripperin. So, ne? Weil hier so eine Überlebensbude. Sieht immer ganz interessant aus. Ein frisches Wasser. Ein Rocker. Ah, nicht getroffen. Nichts hat. So. Ist mal was drin, aber trotzdem scheiße. Was hängt denn da an der Decke? Ist ja furchtbar. Animaloge, was? Was ist das gewesen? Das habe ich noch nie gesehen. Hm, komisch. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Supply ist halt natürlich nur Nahrungsmittel. Ein paar Böhnchen. Ein paar Erbsen. Wow. Strawberry Jam. Ah, darf ich noch nicht essen. Zack. Und dasselbe wie letzte Mal. Also sehr seltsam. Wow. Alles so super Sachen. Aber viel Munition. Das will ich nicht haben. Das ist zu schlappig. Okay, hat sich ja richtig gelohnt, die Bude hier. Nein, was soll man machen? Ich suche ja diese blöden Fragmente ja eigentlich nur. Eigentlich will ich gar keine Waffen oder Munition finden. Eigentlich will ich gerne zu Hause sein. In der Basis. Oh, das ist alles so anstrengend. Ne? Es ist einfach nichts zu finden. So, ich habe ja oben noch die interessante Stelle gehabt. Wir haben noch 3 Stunden Zeit. Oder sogar 4. Das ist nicht viel in 7 Days to Die. Springen. Oh, wo war's, was wir gesehen haben? Da. Was auch immer das sein wird. Ah, ich bin doch schon wieder am Arsch der Welt. Wenn ich nach Hause fahre, brauche ich wieder 8 Stunden, um nach Hause zu kommen. Boah. Also wir waren auf jeden Fall noch nicht hier. Super. Interessante Stelle. Was wird's sein? Ein ganz normales blödes Haus. Im Wilden Westen. Ja, ganz normal ist es nicht, oder? Ach, guck mal, das ist wieder so ein Safe House. Das gibt's doch gar nicht. Boah, es ist weg. Genau wie unser Heim. Hä? Jetzt ist es ja da. Das ist ja gruselig. Das ist ja gruselig, oder? War das eine Vision, damit wir nach Hause fahren? Das wäre diese Richtung. Boah. Also so weit ist das gar nicht, ne? Da ist das letzte Mal Haus. Da war ich mal. Hier ist unser Safe House. Hier. Irgendwo, oder? Nö. Ah, nö, ne? Da ist es. Und es wäre tatsächlich diese Richtung. Ich fahre ja gar nicht. Plötzlich kann ich nicht auf die Map gucken. So. Aber ich will noch nie nach Hause. Ich fahre um den See rum. Also ich will schon gerne. Ich will da weiterbauen. Ne? Aber erst Tag 42 kommen die ganzen Zombies wieder. Da können wir das dicke, fette Maschinengewehr mal ausprobieren. Also wir haben noch Zeit, auf Loot-Tour zu gehen. Warte mal, ich habe irgendwie so ein Gefühl. War schlecht. So. Man weiß ja nie, was man noch so auf den Wegen alles entdeckt. Ne? Wow. Brennende Fässer. Eine Blutspur auf dem Boden. Hier habe ich ein ganz gutes Gefühl. Ja. Ach, scheiße. Ich will wenigstens den Erfolg haben, mal ein Fragment oder zwei, oder vielleicht mal wieder einen Meister zu schaffen. Das ist aber nicht so einfach hier. Okay, da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Das ist das Safe House da oben wieder zu sehen, was gerade einfach verschwunden war, was tanzen. Nein. Ey, habe ich ein gutes Gefühl. Nein, jetzt höre ich aber auf. Dann bleibt ja gar nicht so schlecht mitzunehmen.
Da geht's Richtung nach Hause. Wie gesagt, ich will einmal rumfahren noch. Umso mehr wir erfinden, desto spannender ist das ja auch. Spannster. Bin eh der Typ, der immer dann stattfindet, wenn Nacht ist. Oh, einzelne Häuser. Waldbiom, yeah. Wah. Wir fahren immer noch nicht direkt nach Hause. Ist doch noch ein ganz großer Umweg. Da wird ihm doch so ein bisschen warm ums Herz. Was haben wir denn jetzt hier? Lalala. Dann macht die Straße einfach eine Kurve. Oh, ein Auto zum Looten. Nein. Guck mal, jetzt kriegst du dieses Kettensägenblatt gefunden, ne? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's ewig gesucht und ich guck auch Spaß in dein Auto rein und finde das Kettensägenblatt. Oh. Das ist eine schöne Stadt. Mit einem Wald wieder. Von Stadt zu Stadt looten gehen. Sehr schön. So, jetzt brauche ich wieder. Jetzt hätte ich wieder einen dicken, fetten Buchladen gerne. Warum verschwinden die Häuser immer? Was machen? Was soll das? Ein Zirkus haben wir. Super, ein Zirkus. Yeah. Ein Waschsalon, einen halben, jetzt einen ganzen. Hier ist ein Containerhaus. Oder was ist das? Chemies des Toys. Spielzeugladen. Oder Lager. Machen wir Taschenlampe an. Also mich interessiert meistens immer Gebäude, wo ich noch nie drin war. Alleine wegen der Optik und was da so drin ist. Wo 195er Wellness. Was da so drin ist. Ja, Kartons. Leere Kartons. Ah, wirklich leer, ne? Hab ich eine Farbe? Hab ich das auch schon? So, kann man immer gebrauchen. Ach, manchmal seltsam, dass da offene Türen drin sind, ne? Wow, hier ist ja wirklich mal gar nichts. Ist alles so gut wie leer, ne? Nur Schrott. Hab ich da schon reingeguckt? Hab ich schon. Da hinten ist aber noch was. Und da oben. Leer. Leer. Danke, Spiel. Für diese unglaubliche Beute. Oh. Ein Radioaktiv-Zombie. Das sind die viel stärker, oder? Oh. Nein, nicht im Menü. Rückmann. Covert C. Jetzt hört euch das an. Wenn wir was sammeln, hören wir das Geräusch. Ach, meine dumme Tasche. Covert A. Ich glaube, das ist ein Teil, was wir brauchen. Ich glaube es wirklich. Aber ich will nichts wegwerfen. Ne? So 10.000 von diesen scheiß Dingern will ich nicht wegwerfen. Ich hasse es, dieses Rumgewusel hier. Ne? Also wir können... ein Slot... erledigen. Das scheinbar haben wir schon. Das ist bumm gemacht, ne? Also viel mehr in Zombies. Ich glaube, wir finden die eher in Zombies drin. Habe ich fast den Eindruck. Wie heißt er? Spinne Freddy. Okay. Also ein interessantes Gebäude, aber ja, das hat mir jetzt nichts gebracht. Ich werde jetzt nachts suchen, also nicht wundern. Ich habe einfach keine Angst. Ich glaube, da waren wir auch drin, ne? Boah, ist das denn für ein Haus? Weil ich jetzt nicht einfach auf der Stelle stehen will, die ganze Nacht. Ich will effektiv suchen. Und ja, dann fighten wir halt auch ein bisschen, ne? Ich gehe mal kurz auf die 7. Denn es ist ja Nacht. Dann haben wir so 195. Wellness. Eine Scheibe? Ja.
Oh, ein Auto. Federn, Kühler. Also das, was in so einer Garage man zu finden ist, ne? Ein Pokal. Ein Türgriff und ein Scharnier, okay. Eine Handtasche. Falscher Knüppel. Ist immer doof, dass man wechseln muss, ne? Und hier ist die schöne Bude. Oh, offen. Ein Lägerchen. Oh, bitte sei überall offen. Ja, wird ein bisschen schwieriger, wenn Zombies natürlich rumlaufen gleich nachts und rennen können. Aber wir sind ja furchtlos. Wir haben uns da schon mit Banditen angelegt, da brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Aber wenn was abgeschlossen ist, dann habe ich sofort den Verdacht, dass da was ist, was Besonderes. Wie zum Beispiel einen Koffer mit 5 Taler drin, wow. Warum ist das explodiert? Manchmal klopfen die gegen Autos und dann explodieren die. Oh, das ist eine Horde. Muss das denn um die Uhrzeit eine Horde sein? So unpraktisch der Zeit, die man für eine Horde haben kann jetzt. Oder nicht so weit. Erstmal wegmachen. So, ja, die Radioaktiven sind jetzt auch nicht die, die unbedingt die Sachen verlieren, ne? Schön hier. Schöne Bude. Töftes Mobiliar. Alles gut. Hier drin habe ich noch nie ein Fragment gefunden. In so einem Küchlein. Eine Seite offen. Hat er nicht mitgedacht, der Hausbesitzer. So, herzlich willkommen in der Nacht. Boah, ist voll das seltsame Haus wieder. Ich glaube, wenn man hier wohnt, dann nach ein paar Jahren weiß man, wie man in welchem Zimmer kommt. So. Von denen sehr viel Nahrung. Ein schönes was? Erweiterte Reichweite? Ist das ein Item, was man aufbauen kann oder was? Für nur mehrere Waffen. Das will ich aber haben. Mal ein Test. Wahrscheinlich eher für so einen Sniper. So einen Schnieper. Darf ich natürlich noch nicht, ne? Aber das hier fallen lassen. Okay. Das hab ich auch noch nie gefunden. Sehr aufregend heute. Aber guter Loot. Wird mir leider nur herzlich wenig. Findet, was man sucht. Bisschen. Oh, die ist so ein Krach. Mann, die sind doch Zombies. Wirklich viel essen, ne? Hä, wo geht's denn hier hin? So eine Art. Was? Soll das ein Balkon sein, wo man nicht rüber gucken kann? Vor das Gefängnis. So, gesperrt. Drei Kommoden.
stimmig. Da ist ja geiler Loot drin in dem Haus, ne? Leider nicht das, was ich suche, wie immer. So. Mal ein Messerchen. Habe ich das gelesen oder nicht? Geht ja gar nicht. Ja doch, das habe ich gelesen. Keine Glug, keine Glug. Ein paar Vitamine? Nein. Da gehst du ja auf irgendeinen Balkon. Das wird wahrscheinlich ein Schrank sein, ne? Ah. Warum ist sie grün? Wow, 196er Wellness. Ich hätte nicht, dass wir jemals die 200 sehen. Aber noch habe ich es nicht geschafft. Okay, ist was los? Hat sich aber einer gemütlich gemacht. Mit der Taschenlampe. Also das war wohl sie. Ein Schmelzofen, ein Tresor. Und eine Werkbank. Wenn man jetzt was bauen müsste, würden wir froh sein. Ich muss aber nichts bauen. Das macht doch keinen Krach. Oh. Marksman. Marksman. Marksman haben wir auch schon, oder? Da. Wir brauchen Marksman. Wir brauchen die noch. Wir brauchen noch alle. Ich habe ein Fragment gefunden. Juhu. Du darfst den Türknopf haben. Bumm. Das Geräusch müssen wir hören, wenn wir so ein Fragment sammeln. Denn, Kuvert. Was habe ich gesammelt gerade? Klasse A und B. Marksman. Quatsch. Was habe ich denn gerade gesammelt? Was war das? Das war doch... Hier, Kuvert C. Kuvert haben wir wahrscheinlich schon, ne? 1 und 5, das ist falsch. Ich sehe das gar nicht. Ne, da. Hä? Ach, wir haben die ganze Aufgabe noch gar nicht gelöst, um Gottes Willen. Da sind wir noch gar nicht so weit. Okay, schön. Wir haben ein Teil gefunden. Oh, ist das genial. Man hat jetzt das Gefühl, es geht weiter. Weißt du, das war so ein deprimierendes, es geht einfach nicht weiter Gefühl. Okay, hier waren wir schon. Da geht's eh nur raus. Kommen wir denn hier rein? Garage. Sag ich mal, Möb, da. So ein Zirkus ist ja einigermaßen auch ein ziemlich interessantes Gebäude. Aber das ist auch wieder daneben. Ich weiß nicht, ich vergesse mal, dass wir jetzt rennen können. Wir sind gut gepanzert. Und haben sehr viel HP. Also eigentlich müsste ich so in der Nacht gut überstehen, wenn es nicht gerade eine Hordennacht ist. Und wir haben eine Menge Medikamente. Das ist auch gut. Warum ist der alles so kaputt? Das war ich nicht. Unmöglich, dass ich das war. Ich war ja noch nie hier drin. Dass sie da oben so in Ecken gammeln müssen, ne? Boah, hier sieht es echt gut aus. Auch ein Schlafsack. Lache aber nicht drin. Oh. Doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Also, ihr kommt ja am laufenden Band irgendwo einer angeflitzt. Uiuiui. So ein Gebäude ohne Tür ist schon heftig. Ja, meistens stehe ich so rum in der Nacht. Okay, das sind ein paar. Auch mal spannend. So. Ah, ist das unangenehm. Ich gehe nach oben.
Durch die Tür. Ja. Okay, erledigt. Der Kopf ist auch ab. Immer auf dem Kopf, immer auf den Kopf. Schon ein paar Eisenpfeile hätte ich schon mitnehmen können, ne? Oh, wann geht das Badezimmer? Wer hat denn diese ganzen Häuser eigentlich kreiert, ist die Frage, ey. Kerze. Geheimnis, ne? Wow, guck mal an, ey. Das ist eine richtige Wanne. Sogar abgerundet. Erstmal 1 Uhr, jetzt habe ich Scheiße gemacht hier mit der Nacht. Nachttisch und ein Tresor. Vitamin A. Da geht die Wellness gleich eben. Was? Okay, das wird nicht mehr lang. Ach, sich laut. Das ist ein toter Raum hier. Vor allem hier die Ecke. Was, da muss doch ein. Da ist kein Raum. Interessant. Oh. Sorry. Hab ich dich übersehen? Ich wollte dich nicht missachten. Einzelne kleine Zimmerchen. Oh. So eine Art Hotel oder was soll das hier sein? Telefon. Telefonieren nach Haus. So. Man muss einfach überall reingucken. Aber wir hatten Erfolg. Wir hatten bis jetzt Erfolg. Und das ist. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich jetzt hier 20 Folgen mache und da kommt gar nichts mehr. Boah, 3 Wellen ist noch. Der Kino. Rasal. Aloea-Creme. Und sonst weiter nichts. Was bist du? Ach, für einen Block. Das soll ein Boxen darstellen. Boah, ein Fernseher. Das hat eine schwarze Ecke nur gemacht. Das ist eine Art Kino. Mit mega Dolby Surround. So, auf zu den guten alten Zombies. Da trifft der. Unfassbar. So, Zombies, hier bin ich. Ich stelle mich euch wie ein ganzer Mann. Oh, diese Kurve, die manchmal machen. Zirkus? Na, Zirkus, was soll denn da schon liegen? Was, Müp Müp? Ja, man kann ja auch mal so ein Zirkus, man kann ja mal einen Zirkus machen. Oh. Das habe ich gerade gehört. Das hat er mich mitbekommen. Oh, ein Tape. So. Weiß ich nicht, warum wir hier eine Küche stehen haben vor dem Zirkus. Ist das alles Stoff? Durchgehen. Holz. Ein Holzzirkus. So, hoffentlich kommt jetzt kein Clown. Ich hasse Clowns. Ich glaube, die brauchen wir für die Nagelpistole, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Könnte interessant sein. Aber, ich sollte. Ja, mein Moped ist auch schon mittlerweile voll. Ist nicht so gut. Eine schöne Nagelpistole machen ist auch geil. Kannst du super schnell mit aufwerten. Das wird eine Waschmaschine darstellen sollen. Upsa. Boah,
Alles drin. Gesättigt. Was auch immer das darstellen soll. Kunst. Chemie, wie der Herr Hip sagt. Oh, natürlich schön. Erdbohrerteil. Kein Platz mehr in der Ecke. So, ich gucke nochmal hier oben. Hier macht er gleich bestimmt. Ah, wir sind hier auf der Tribüne. Boah, das sieht ja voll irre aus hier. Das wird da eingesperrt, oder? Hm, cool. Was habe ich nur erwartet in den Zirkus, das ist die Frage. So eine VIP-Lounge hier oder sowas. Hm, Kaffee. Also ich glaube, hier werden Motorradstunts gemacht. Und das ist... Oh, ich weiß, was das ist. Du kletterst ganz hoch und dann hast du ein ganz kleines Becken, wo du reinspringst. Ich wette mit euch, da ist Wasser drin. Trifft die nicht. Hm, was soll's. Oh, ich hänge fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen. In keiner Richtung. Ich kann mich jetzt echt nicht bewegen. Kein Schritt geht voran oder zurück oder irgendwas. Spring nicht. Ich glaube, ich hänge an dieser. Ist er kaputt? Bücken geht aber, ne? Ah, gut, sehr gut. Habe mich noch selber gerettet. Okay. Wer schließt denn das ab? Jetzt gucken wir uns das mal an. Meine Damen und Herren. Wasser. Au. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.